Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Einen wunderschönen guten Tag. Und Christian Alner. Hallo, hallo. Heute geht es um Hörerfragen zur DSGVO. Und nur darum. Nur darum. Und unser Gast ist immer noch Lutz Hasse. Ja, willkommen damit auch zur 25. Folge der Online-Geister. Und wir beschäftigen uns immer noch mit dem, inzwischen ja nicht mehr Countdown, aber der DSGVO oder auf Englisch der GDPR. Immer noch ein kleines Fest für Anwälte, oder? Ja, so ein bisschen. Also die Ersten werden jetzt wahrscheinlich ihren eigenen Strand auch kaufen können. Konnten sich ihren eigenen Strand kaufen. Ja, meine fünf Güte. Wochen war die jetzt in Kraft. Wir können jetzt nicht sagen, da wie das Interview mit Lutz Hasse auch das Intro jetzt vorproduziert ist. Aus technischen Gründen. Irgendwann auch mal Urlaub haben, ist ja immer im Sommer. So, wir liegen am Strand. Ja, aber momentan schwillt halt eine ordentliche Abmahnwelle über einige Branchen hernieder. Aber ich sag mal, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also die Apokalypse der DSGVO, nach der DSGVO, blieb die Apokalypse aus. Die Welt steht weiter. Also angenommen, ihr hört uns gerade, dann stimmt das. Wenn ihr uns nicht hört, dann war wohl die Apokalypse. Dann ist es egal, was ich gesagt habe. Da hast du recht. Okay, Julius, hast es immer noch da, gerade nicht im Studio, aber nach dem Lied ist er für euch da. Und er hat sich Van Halen Jump gewünscht, der alte Rocker. Denn die DSGVO ist ein ganz schöner Sprung in die hoffentlich richtige Richtung für den Datenschutz in Deutschland. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und für euch Podcasthörer gibt es einen Hinweis in eigener Sache. Social Media ändert alles. Nutzt das. Christian berät und betreut mit seiner Agentur Schriftarchitekt seit 2011 Unternehmen darin, Social Media zu meistern. Social Media, Seminare, Übersetzungen. Jetzt loslegen. www.schrift-architekt.de. Van Halen mit Jump bei Online-Geistern. Wir sind zurück und gleich gibt es noch konkrete Fragen. Online-Geister. Thema der Sendung. Es geht immer noch um die DSGVO, die Datenschutz, Grundverordnung, Dingens. Und wir haben Lutz Hasse da, den Datenschutzbeauftragten des Freistaates Thüringen. Und einige Hörer haben uns Fragen zugeschickt, die wir dir gerne stellen würden. Aus Bremen kommt eine anonyme Frage. Ich bin niedergelassene Ärztin und habe gehört, dass die DSGVO auch für meine nicht digitalen Akten gilt. Ist das so? Ja, das ist so. Hat mich selber auch ein bisschen überrascht. Das alte Recht war da ein bisschen verklausuliert, aber jetzt klare Ansage, auch an die analoge Datenverarbeitung, also die nicht digitale Datenverarbeitung, ist erfasst von der Datenschutzgrundverordnung, ja. Okay, da würde ich mal kurz den Punkt einwerfen. Es geht ja um personenbezogene Daten. Mhm. Ich glaube, es war Artikel 4 gewesen, DSGVO. Da fand ich den einen Absatz sehr, sehr spannend, dass ja selbst genetische Informationen von der die Datenschutzgrundverordnung mit. Das sind persönliche Daten. Ja, eben. Persönlicher geht es ja eigentlich kaum. Nee. Personenbezogene Daten. Also alles, was personenbezogen sein kann oder ist. Wenn ich dann nochmal was zu sagen kann. Ja, gerne. Weil das wird von normal denkenden Menschen, also jetzt nicht Juristen, sondern von den normalen Menschen oft anders beurteilt, was ein personenbezogenes Datum überhaupt ist. Darf ich da mal kurz, Tristan, was ist für dich denn ein personenbezogenes Datum, dass wir vielleicht mal einen Vergleich aufmachen, bevor die Erklärung kommt? Ja, ich würde sagen, alles, was auf meine Person beschreibt, was das da Rückschlüsse geben kann, also meine Adresse, meine Telefonnummer, mein Namen, alles, was in meinem Personalausweis steht, alles, was überhaupt auf meinen Ausweisen draufsteht, meine Akten, die beim Hausarzt liegen, was der über meine Krankheiten weiß, was meine Körpermaße, Körpergewicht, Größe. Okay. Alles, was mich irgendwie beschreibt und was irgendwo steht. Ich bei mir, wenn ich es auf digitale zum Beispiel beziehe, wäre auch IP-Adresse definitiv darunter fallen. Da habe ich auch schon x Diskussionen gehabt. Ich war schon immer der Meinung, es ist ein personenbezogenes Datum, weil man halt darüber herausfinden kann, ob das jetzt geht oder nicht. Für den Einzelnen sei dahingestellt, aber man kann darüber herausfinden, welche Person es ist, genau wie Nummernschild beim Auto. Das kann zwar im Normalfall nur die Polizei, weil die die Rechte dazu hat, die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, aber man kann es herausfinden. Deswegen wäre das für mich auch potenziell ein personenbezogenes Datum. Was sagt es aber der Landesamtsbeauftragte dazu? Ja, also stimmen unsere Mutmaßungen. Wichtiges dran, Name, Adresse, klar. Frage, was ist jetzt mit so einem mit biometrischen Daten, die von irgendeiner Videokamera aufgenommen werden? Ohne dass da gleich der Name beispielsweise Klaus Müller drunter steht, ist das auch ein personenbezogenes Datum. Und wichtig ist, dass man sich vor Augen führt, dass nicht nur die Daten, die unmittelbar auf die dahinterstehende natürliche Person zurückführen, personenbezogene Daten sind, sondern auch solche, die, wir nennen das, personenbeziehbar sind. Das klang eben in dem, was du gesagt hast, Christian, glaube ich, an.
Ja, also bei IP-Adresse zum Beispiel, da kann ich ja als Normalsterblicher nicht rausfinden, wem der gehört. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um illegale Downloads geht, ist ja so ein Klassiker. Anwalt merkt, IP-Adresse hat irgendeinen Film illegal runtergeladen oder hat hochgeladen, das ist ja das eigentliche Problem. Dann gibt es eine richterliche Verfügung, dann darf man damit zum Provider, wer auch immer das ist, gehen und sagen, hier hat Ihr Kunde, hat einer von Ihren Kunden dann und dann mit folgender IP-Adresse das und das gemacht. Jo, das war der Herr Schmidt, Musterstraße 12. Und da hat man erst, also am Anfang dieses Prozesses hat man ein Datum, IP-Adresse beispielsweise, das jetzt unmittelbar auf die dahinterstehende Person nicht zurückführt. Aber, und das ist wichtig, wenn man andere Daten verfügbar hat oder auf die zurückgreifen kann, die dieses eine Datum ergänzen, ich bemühe nochmal das Bild jetzt in anderen Zusammenhang von einem Puzzle. Ich habe wieder so ein 1000-Teile-Puzzle, oder nehmen wir mal 100 Teile, ist vielleicht einfacher. Die bilden eine Person ab, also vielleicht dich jetzt, Christian, und von diesem Bild habe ich aber jetzt nur ein Puzzlestückchen, ein einzelnes, und du bist nicht zu erkennen. Aber wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, und es reicht die Möglichkeit aus, mir andere Puzzleteilchen zu besorgen, vielleicht von den 100 sagen wir mal 10 oder 20, und mit diesen 10 oder 20 Teilchen käme ich aus, um das Bild, also das auf den 100 Puzzleteilchen abgebildet ist, zu erkennen. Zwar nur ein Ausschnitt, aber zack, das reicht mir aus, um zu erkennen, dass du das bist, Christian. Dann ist bereits das einzelne Puzzlestückchen ein personenbezogenes Datum. Also, wie das Bundesverfassungsgericht mal gesagt hat, und zwar 1983 schon zum Volkszählungsurteil, es gibt kein belangloses Datum mehr. Also im Zweifel ist ein Datum eher personenbezogen bzw. beziehbar und damit auch personenbezogen, als dass es nicht personenbezogen ist. Das Ganze wird wieder relativiert durch den Umstand, wenn man Daten anonymisiert. Dann verlieren sie den Personenbezug. Die Anonymisierung muss aber so nach dem Stand der Technik passieren, dass man zu 99,9%, der Gesetzgeber drückt das natürlich etwas anders aus, die Anonymisierung nicht rückgängig machen können kann, also keine Reanonymisierbarkeit. So ein Zwischending ist eine Pseudonymisierung, da wird auch ein Datum verschlüsselt oder mehrere Daten verschlüsselt. Man kann die dahinterstehende Person nicht erkennen, es sei denn, man de- oder re-pseudonymisiert, was leichter möglich ist als bei einer Anonymisierung, weil der technische Aufwand der Verschlüsselung nicht so hoch ist. Und das muss man eben auch wissen, ein anonymisiertes Datum ist kein personenbezogenes Datum mehr, während ein nur pseudonymisiertes, also schwach verschlüsseltes Datum nach wie vor ein personenbezogenes oder beziehbares Datum ist. Also wenn ich Daten verwenden möchte, gilt dann eigentlich so diese klassische Datenschutz, das klassische Datenschutzgrundprinzip, Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt, also lieber lassen, es sei denn, ich bin mir absolut sicher oder ich habe eine Erlaubnis, das und das verwenden zu dürfen. Ja, entweder eine gesetzliche Erlaubnis oder eine Einwilligung von den Betroffenen, wobei das Instrumentarium der Einwilligung komplizierter geworden ist, also aus der anderen Sicht, das Grundrecht des Betroffenen ist stärker geschützt. Zwar ist die Einwilligung jetzt auch formlos möglich, aber man muss sie nachweisen können als derjenige, der damit arbeiten will mit der Einwilligung. Also letztlich braucht man dann doch wieder eine schriftliche Einwilligung, aber die Einwilligung muss transparent und informiert sein. Das bedeutet, der Einwilligende muss in einer für ihn leicht verständlichen Sprache transparent und eindeutig darauf hingewiesen werden, warum seine Daten erhoben werden, für welche weitere Zwecke die Daten verwendet werden sollen. Gut, und ich sag mal, ich bin Linguist mit aktuell Masterabschluss, aber in meinem Doktor und ich weiß genau, leicht verständlich ist eine sehr, sehr subjektive Aussage. Also da wird es wahrscheinlich noch einiges an Ärger geben. Ist es denn verständlich gewesen? Obwohl leicht verständlich. Also die Antwort auf die Frage aus Bremen wäre ja, auch für nicht digitale Akten gilt die neue DSGVO. Wenn sie personenbezogen ist, aber das habe ich jetzt mal unterschrieben. Genau, das haben wir jetzt deutlich geklärt. Okay, dann nächste Frage. J. Hirscheid aus München. Erst ab 10 Mitarbeitern braucht man einen Datenschutzbeauftragten. Stimmt das? Muss der dann intern oder extern sein? Wie wird man externer Datenschutzbeauftragter? Also drei Fragen auf einmal. Also generell erstmal, ab 10 Mitarbeitern braucht man Datenschutzbeauftragten. Stimmt das, ja oder nein? Steht in der Datenschutzgrundverordnung nicht drin. Man muss, das ist jetzt so ein Fall, das neue Bundesdatenschutzgesetz als Lückenfüller hinzuziehen. Und dort ist von der Zahl 10 die Rede.
sodass wir Datenschutzbeauftragten auch sagen, dass bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenn sie von 10 Mitarbeitern durchgeführt wird, ein Datenschutzbeauftragter ernannt werden muss. Und das kann auch ein Externer sein, muss also keiner der Beschäftigten sein. Mhm. Das wäre dann auch gleich Frage 2. Also kann intern, kann extern sein, ja. Muss halt die Güteklasse Datenschutzbeauftragter wahrscheinlich erfüllen, ja, aber dann ist es egal. Bestimmte Zertifizierungen vorliegen, die haben, das funktioniert aber auch. Die gibt es ja jetzt auch schon, die externen Berater, aber jetzt ist es auch gesetzlich festgelegt, dass sogar Behörden externe Berater heranziehen dürfen. Okay. Das ist okay und mit denen muss man dann entsprechende Verträge schließen. Man darf ja nicht vergessen, dass diese Datenschutzbeauftragten ja auch tiefe Einblicke bekommen in die Abläufe der Unternehmen und der Behörden und jede Menge Daten dort fließen. Da müsste man dann, da gibt es aber Standardverträge schon dafür, die entsprechenden Verträge abschließen. Ich muss das noch ein bisschen ergänzen mit dem Datenschutzbeauftragten, weil gerade aus dem ärztlichen und aus dem Apothekerbereich uns diese Frage sehr häufig erreicht. Also die kammerpflichtigen Berufe dann, die Berufsgeheimnisträger. Ja, es gibt jetzt noch was juristisch nicht so ganz einfach ist, nämlich die sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung. Da haben wir noch eine andere Frage, wo genau das kommt. Ja. Also können wir gerne nochmal detaillierter dann drauf eingehen. Vielleicht kann ich es hier abkürzen. Wenn man eine Datenschutzfolgeabschätzung machen muss, dazu vielleicht gleich später mehr, dann muss man immer einen Datenschutzbeauftragten bestellen, auch wenn man weniger als 10 Mitarbeiter hat, die sich mit Datenverarbeitung beschäftigen. Und gerade so im ärztlichen Bereich kann es schon mal passieren, dass bei einem hohen Risiko, also möglich ist, das ist jetzt nicht der Standard, aber dass bei speziellen ärztlichen Berufen vielleicht ein hohes Risiko besteht für die Privatsphäre der Patienten wegen der Datenverarbeitung und in einem solchen Fall müsste immer ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden. Okay, dann würden wir gleich auf die Frage mal eingehen, wozu brauche ich eigentlich eine Datenschutzfolgeabschätzung oder eine DSFA? Ja, das ist jetzt was Neues. Das gab es bisher nicht, jedenfalls nicht in dieser Form. Und man muss als Datenverarbeiter sich die Frage stellen, besteht bei meiner Art der Datenverarbeitung ein Risiko, dass Daten gehackt werden, dass sie nicht sicher verarbeitet werden, dass die Daten besonders schutzwürdig sind, aber ich diesen Schutz nicht garantieren kann. Das sind aber schon ziemlich viele weiche Sachen, so besonders schutzwürdig. Ja, was ist das dann alles? Ja, genau. Es gibt leider noch nicht so viele Kommentierungen dazu und schon gar keine Gerichtsentscheidung. Das Recht gilt hier auch noch nicht. Aber die Datenschutzgrundverordnung spricht von einem hohen Risiko. Frage ist natürlich, was ist ein hohes Risiko? Das ist ein bisschen höher als das normale Risiko. Okay, aber was ist das normale Risiko? Das sind ganz einfache Fragen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Und wir haben noch nicht auf alle Fragen eine Antwort, also vom Umfang der Daten, von der Güte der Daten, könnte vom Schutz der Daten, dem technischen Schutz, technisch-organisatorische Maßnahmen nennen wir das, könnte ein hohes Risiko für die Daten, die dort verarbeitet werden, bestehen. Und wenn das so ist, dann muss derjenige, der die verarbeitet, sich die weitere Frage stellen, kann ich dieses Risiko minimieren, indem ich erhöhten weiteren technischen Aufwand betreibe, mir Software anschaffe, um die Daten besser zu schützen, vielleicht Mitarbeiter einstelle, der versiert ist als Administrator, als IT-Leiter, um die Daten zu schützen, komme ich dann zu dem Ergebnis, okay, hier besteht zwar ein hohes Risiko, aber ich kann dieses Risiko einfangen, ich kann es minimieren, dann ist das okay. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann muss ich sogar den Landesdatenschutzbeauftragten informieren, dass ich hier also ein erhöhtes Risiko habe und ich kann es nicht selber einfangen, dieses Risiko. Landesdatenschutzbeauftragter, bitte hilf mir. Und dann muss man sehen, ob man Hilfe leisten kann. In aller Regel ist das möglich. Wenn aber nicht, dann müsste man überlegen, wie geht man mit dieser Datenverarbeitung jetzt um. In jedem Falle aber ist bei diesen Fällen der Datenschutzfolgeabschätzung einen Datenschutzbeauftragter zu bestellen. Okay, oder halt dann eben, wenn es eine größere Sache wird, dann muss Superlutz kommen im Grunde, also eben der Landesdatenschutzbeauftragte. Ja, aber ich bin nur für Thüringen zuständig, da will ich gleich sagen. Okay. Nicht für.
Aber da wäre jetzt meine Frage noch, das war halt auch der letzte Punkt von Herr Frau Hirscheid. Wie wird man externer Datenschutzbeauftragter überhaupt? Also gibt es da zentrale Kurse? Bietet ihr das bei euch zum Beispiel auch mit an? Oder was, also das hört man immer wieder. Was ist das eigentlich? Nein, bieten wir nicht an. Es gibt Einrichtungen, aber die kann ich jetzt aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht nennen. Okay. Weil es da Konkurrenzunternehmen. Aber es gibt sie. Sie und dort kann man sich als beispielsweise betrieblicher Datenschutzbeauftragter ausbilden lassen, wird zertifiziert und dann kann man loslegen. Okay, also das ist einfach ein Zertifikatskurs dann. Ja. Okay, also insofern an unsere Münchner und Münchnerinnen, wie wird man externen Datenschutzbeauftragter? Ich sag mal, recherchiere. Es gibt Zertifikatskurse dafür. Punkt. Okay, die Walter von ALWA UG, ALWA UG. Sagt mir gerade nichts. Ja. Fragt, laut DSGVO soll es ein Werbewiderspruchsrecht geben? Darf ich meinen Kunden oder Geschäftspartnern überhaupt noch Post schicken? Also, wenn die Frage so gestellt wird, kann man ja davon ausgehen, dass der Angeschriebene bereits Kunde ist. Siehst du, Kunde oder Geschäftspartner? Ja, in dem Fall. Und dann kann man das, kann man diesen Kunden natürlich problemlos anschreiben, weil offenbar hat er sich ja auch in der vergangenen Zeit nicht darüber beschwert, angeschrieben zu werden. Er ist ja Kunde. Und die Regelung ist so, war aber auch bisher schon so, dass man mittels eines Widerspruches die Werbung unterbinden und verbieten kann. Das ist so, ja. Okay, also ändert sich da jetzt nicht wirklich was. Da muss man sich dann auch dran halten als Werbender. Okay, aber da gibt es dann jetzt nicht wirklich einen gewaltigen Unterschied zur aktuellen Situation. Nee. Unsere ganzen Hörer, die Fragen eingeschickt haben, fragen sich natürlich, hoffen natürlich, dass sie nicht das Gesetz brechen durch die neue Gesetzeslage. Wer sich darüber nicht schert, sind Judas Priest, die haben nämlich das Lied Breaking the Law geschrieben und das wird jetzt gecovert, wunderschön auf einem Piano von Knorkator. Sag mal, Christian, jetzt reden wir in der Sendung so viel über das ganze Social Marketing und die Werbung, die es da gibt. Kann man sich noch irgendwie weiterbilden, außer nur einen Podcast zu hören? Ja, es gäbe eine Ausbildung zum Digital Consultant. Was macht denn ein Digital Consultant? Wenn dich das interessiert, ich biete da mit meiner Agentur Schriftarchitekt seit einiger Zeit das als Zertifikatskurs an. 3 Wochen online oder offline kannst du es buchen, also eben auch zu Hause in der Unterhose. Gibt am Ende auch eine Zertifizierung durch den Bund der Selbstständigen, der älteste deutsche Gewerbeverband. Das klingt zumindest hochoffiziell. Ja, und das Wichtigste ist einfach, dieser Kurs zum Digital Consultant macht dich auch fit für den digitalen Arbeitsmarkt. Also Zertifikat an Lebenslauf dranklammern und du bist quasi schon eingestellt. Definitiv. Also wer sich in die digitalisierte Wirtschaft integrieren möchte, alle Infos unter www.schrift-architekt.de. Ich sage ja immer www.schrift-architekt.de. Die Coverversion von Knorkator vom wunderschönen Lied Breaking the Law. Bei den Online-Geistern sind wir wieder zurück. Online-Geister, Thema der Sendung. Und hören uns an, was der nächste Hörer für eine Frage an unseren Gast Lutz Hasse hat. Luise Egermann bei Facebook war das gewesen, schreibt, gibt es eine hilfreiche Arbeitsroutine für den Umgang mit Kunden? Also neuer Auftrag. Was mit den neuen Daten zu tun? Während der Bearbeitung, was muss ich dokumentieren und wie? Auftrag ist abgeschlossen. Was passiert, wenn der Kunde im Anschluss seine Daten gelöscht haben möchte? Klammer auf. Wegen Rechnungslegung 10-jährige Aufbewahrungsfrist für das Finanzamt. Also ist jetzt ein bisschen zusammengefasst worden, aber halt, wie muss man dann wahrscheinlich künftig mit Daten umgehen? Das ist vielleicht auch eine gute Frage, gerade was das Finanzamt angeht. Da muss ich ja normalerweise 10 Jahre solche Daten, die zum Beispiel auf einer Rechnung stehen, das sind ja auch personenbezogene Daten, muss ich ja aufbewahren. Aber wenn der Kunde dann sagt, hier will ich aber weg haben, also wie schaut es da eigentlich aus? Also soll ich die Frage nochmal wiederholen oder ist alles klar? Nee. Okay. Ist, glaube ich, soweit klar. Also der erste Teil war ja, betraf ja die Arbeitsroutinen. Das können wir Aufsichtsbehörden nicht leisten, weil Arbeitsroutinen sind so vielfältig und so unterschiedlich in den Unternehmen, dass wir zwar mit unseren Kurzpapieren und Hinweisen und so weiter punktuell Hilfestellung leisten können, aber dass wir einem Unternehmen A jetzt eine Routine an die Hand geben, sodass sie von A bis Z sozusagen wissen, was sie zu tun haben. Aber im Unternehmen B sieht das alles schon wieder ein bisschen anders aus, weil die ein ganz anderes Konzept haben, auch ein anderes Datenverarbeitungskonzept. Das ist jetzt so im Sinne dieser Fragestellung, dass wir so ein Rundum-Sorglos-Paket liefern können, gibt es jedenfalls noch nicht.
kann man drüber nachdenken, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ginge, theoretisch. Leistbar scheint es mir jedenfalls nicht zu sein, jedenfalls nicht derzeit. Also wir gehen ganz schön in die Knie, was die Anfragen anbelangt. Wenn jetzt also jemand Widerspruch eingelegt hat, dann sieht die Datenschutzgrundverordnung vor, dass die Daten grundsätzlich zu löschen sind. Aber es gibt ja durchaus gesetzliche Vorschriften, auch insbesondere steuerliche Vorschriften oder Haftungsvorschriften, die besagen, dass Daten, personenbezogene Daten, eine gewisse Zeit, 10 Jahre, 30 Jahre, das sind so Standardwerte, aufzubewahren sind, um für bestimmte Zwecke die Daten dann noch, steuerliche Zwecke zum Beispiel, nutzen zu können. Und für diesen Fall gelten natürlich die gesetzlichen Vorschriften. Man kann vor Ablauf dieser Fristen, darf man diese Daten nicht löschen. Im Falle eines Widerspruches muss man sich dann aber überlegen, ob man die Daten des Widersprechenden wirklich nur für diese beispielsweise steuerlichen Zwecke benötigt, dann darf man sie auch nur für diese Zwecke noch nutzen und nicht für die anderen Geschäftszwecke, für die man die Daten ja ursprünglich mal erhoben hat, weil insoweit ja ein Widerspruch vorliegt. Also da muss man dann ein bisschen trennen. Widerspruch bedeutet also nicht automatisch alles löschen, sondern man muss gucken, muss ich die Daten sogar, weil es das Gesetz vorsieht, weiter aufbewahren? Und wenn das so ist, dann kann ich sie also nicht löschen, darf sie aber nur dann für diese Zwecke, für die ich sie aufbewahren muss, weiter verwenden und darf sie nicht für die Zwecke, für die ich sie ursprünglich erhoben habe, weiter verwenden. War jetzt ein bisschen kompliziert. Ne? Hat hoffentlich bestimmt jeder verstanden. Ich denke, im Einzelfall muss man da einfach nochmal genauer nachfragen. Ja, ansonsten, du hattest ja auch von verschiedenen Handreichungen gesprochen, da würden wir uns sowieso nach der Sendung mit dir nochmal kurz schließen. Das wird das auch alles bei uns in den Shownotes mit reinpacken. Da auch für euch Hörer da draußen, das wäre dann onlinegeister.com/Folge024, dass wir da dann auch einfach so eine gute Handreiche von unserer Seite gleich mit haben, denn ich meine, Landesdatenschutzbehörden, andere Organe haben ja auch schon einiges an Vorarbeit geleistet, das können wir dann auch gleich mit weiter verbreiten. Ja. Okay, Thomas Wester schreibt auf Facebook so einen halben Roman. Ja, ich versuche das mal zu interpretieren. Also es geht um das Kopplungsverbot beim E-Mail-Marketing. Die Interpretationen laufen ja in viele Richtungen, schreibt er. Von Freebies sind vom Kopplungsverbot ausgenommen bis hin zu das E-Mail-Marketing ist tot. Was er als reine Panikmache sieht und es sicherlich auch nicht so weit kommen wird. Ist da alles dabei bei Interpretationen? Und dann kommen jetzt die eigentlichen Fragen. Das sind 3 Punkte. Stichwort Freebie. Muss ein E-Book oder ähnliches auch auf anderem Wege verfügbar sein, beispielsweise zum Kauf angeboten, als lediglich über ein Newsletter-Abonnement? Oder ist der soziale Druck nicht so hoch, dass man sagen kann, dass der Leser oder User sich nicht gezwungen sehen muss, dieses E-Book zwingend haben zu wollen? Ja, okay. Konkrete Frage ist klar, Tristan Kuss gerade. Nein, ich glaube, was er gerade. Also es wird gerne so gemacht bei Newsletter-Anmeldungen, dass halt was hier gratis E-Book oder sonst was, irgend so ein Gimmick, wird dann halt gerne okay, mit dazu so gepackt. Und da ist jetzt die Frage, darf man das weiterhin machen? Okay. Ich denke mal, darum geht es jetzt im Grunde. Was sagt da Experte? Ja, also die Antwort auf diese Frage wurzelt in der Freiwilligkeit der Einwilligung. Die Datenschutzgrundverordnung, aber auch das bisherige Recht, ich hatte es auch, glaube ich, schon erwähnt, verlangt, dass die Einwilligung freiwillig erfolgen muss. Ich muss also auch die Wahl haben, ob ich einwillige und ob ich nicht. Und wenn ich nicht einwillige, darf ich keine Nachteile haben. Übertragen auf diese Freebie-Problematik bedeutet das aus unserer Sicht, ich spreche jetzt mal nur als Thüringer Datenschutzbeauftragte, so würden wir das hier in Thüringen handhaben, dass das E-Book beispielsweise, das in Kombination mit dem Newsletter verschenkt werden soll, dass das nur funktioniert, also nochmal ganz kurz zurück, ich soll ja in den Newsletter einwilligen, das ist praktisch die Preisgabe meiner E-Mail-Adresse, meiner Daten, das ist der Preis, den ich zahlen soll und kriege dafür umsonst ein E-Book. Und diese Einwilligung aus unserer Sicht ist nicht mehr freiwillig, wenn es dieses E-Book, was ich gerne haben möchte und mit meinen Daten bezahlen will, nicht auch anderweitig zu kaufen gibt. Anders ausgedrückt, gibt es dieses E-Book nur und ausschließlich in Kombination mit diesem Newsletter, dann halten wir das für rechtswidrig, weil die Einwilligung darin nicht
freiwillig wäre, denn ich muss einwilligen in den Newsletter, um speziell dieses E-Book zu bekommen. Okay, da habe ich jetzt aber mal eine kurze Zwischenfrage. Ja. Ich habe ja selbst auch einen Newsletter, also wenn du jetzt bei onlinegaste.com zum Beispiel schaust oder sonst wo, und da gibt es dann auch so ein Freebie mit dazu, aber ich mache es bei mir zum Beispiel so, dass ich halt sage, melde dich für den Newsletter an und dann danach gibt es auch so ein kleines Dankeschön. Wie schaut es da aus? Ist es am Ende vielleicht so eine Formulierungssache, weil viele ja so die Richtung gehen von hier, um das E-Book zu kriegen, musst du dich für die Newsletter anmelden. Ich sage bei mir halt, ich fände es schön, wenn du dich für Newsletter anmeldest und als Danke gibt es dann halt noch was. Unterscheidet sich das dann oder müsste ich dann zum Beispiel halt auch gucken? Könnte sein, dass sich das unterscheidet, weil hat das wieder so eine... weiß, was ich bekomme als Dankeschön und deshalb auch nicht sagen kann, ohne dieses Dankeschön würde ich nicht einwilligen. Ich weiß ja gar nicht, was das ist, dieses Dankeschön. Also das scheint mir ein bisschen rechtlich etwas anders gelagert zu sein als diese E-Book-Geschichte. Muss ich aber noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Also ich würde das erstmal so sagen. Ein E-Book habe ich noch nie gesehen beim Newsletter. Gibt es bestimmt auch. Ich kenne halt hauptsächlich bei Online-Shops oder Ähnlichem, dass man 5-Euro-Gutschein bekommt bei Newsletter-Abonnierung oder 10% Rabatt auf die nächste Bestellung. Ist das dann vergleichbar mit dem E-Book? Ja, jetzt kommen wir in eine Grauzone. Das haben wir uns, diese Frage stellen wir uns schon seit längerer Zeit. Immer wenn es um finanzielle Vergünstigungen geht, im Gegenzug zur Datenpreisgabe, wo ist da die Grenze? Ich mache jetzt mal einen Gedankensprung. Das Beispiel passt nicht so ganz, aber hängt damit zusammen. Ich kaufe ein Auto mit einer Blackbox, die Daten erhebt und weil das so ist, weil ich das auch will, bekomme ich den Kfz-Versicherungstarif günstiger, vielleicht 100 Euro im Jahr, weil okay, der Kfz-Versicherer immer weiß, was ich mit dem Auto anstelle und das auch nachvollziehbar, auslesbar. Also es gibt schon die ersten Fälle, wo das Auto gegen den Autofahrer aussagt, also genauer gesagt die Blackbox, die ausgelesen wird. Und da stellt sich uns auch schon die Frage, ist diese Einwilligung, dass in mein Auto eine Blackbox eingebaut wird, die mein Fahrverhalten aufzeichnet, ist das freiwillig, wenn ich im Gegenzug 100 Euro bekomme im Jahr, günstigeren Versicherungstarif? Das ist aus meiner Sicht, aber auch so dieser Klassiker bei allen sozialen Netzwerken. Von du kannst Facebook, Twitter, was auch immer, kostenlos nutzen. Im Gegenzug werden wir halt so ein paar Daten für Werbezwecke, sonst was von dir abgreifen. Aber dafür bekommst du ja alles kostenlos bei uns, so dieser Kuhhandel eben. Ja, das ist jetzt so ein Problem, das gebe ich gerne zu, das haben wir Datenschützer noch nicht gelöst. Man müsste nämlich auch sich dann auch irgendwann festlegen, ab welchem Gegenwert 10 Euro, 100 Euro wird eine Einwilligung nicht mehr freiwillig. Und bei sozialen Netzwerken, insbesondere bei denen, die von jüngeren Mitstreitern genutzt werden, also WhatsApp, Snapchat und so weiter, da sind die Kids ja todunglücklich, wenn nicht suizidgefährdet, wenn die in WhatsApp nicht dabei sein dürfen. Und da es hier sich um mehr oder weniger Monopole handelt, ist das dann noch wirklich noch freiwillig, wenn ich gar keine Alternative habe, die eine echte Alternative ist und nicht irgend so ein Ladenhüter oder sowas. Gut, laut Mark Zuckerberg beim US-Kongress war es ja so gewesen, Facebook ist ja kein Monopol. Er hat ja Mitbewerber. Er kann sie gerade nicht nennen, aber er hat ja Mitbewerber. Ja, es gibt ja auch andere soziale Netzwerke, nur die sind eben nicht so hip und werden nicht so angenommen. Da muss man vielleicht sogar ein bisschen was dafür bezahlen. Möglicherweise sind sie aber dafür sicherer. Macht aber keiner. Die Bereitschaft, 2 Euro pro Jahr zu bezahlen für ein soziales Netzwerk tendiert gegen null. Also das, was sich da so eingebürgert hat, dass man alles umsonst kriegt im Netz, anscheinend umsonst, und man tatsächlich mit seinen Daten bezahlt, das ist so eingerissen, dass das sich zum Automatismus entwickelt hat. Die Gratis-Mentalität ist mir voll eingefallen. Ja, das gibt's im Internet ja leider wirklich. Ja. Aber jetzt zur konkreten Frage zur ersten Frage von Thomas. Ja. In dem Fall für den Freebies, also da kann man sagen, kann man momentan noch nicht so genau sagen. Also nach dem Motto, tu nicht so, als würdest du deine Newsletter-Abonnenten irgendwie über den Tisch ziehen, dann wird es wahrscheinlich erstmal nicht das Problem sein, aber bitte die Sache im Auge behalten, da kann sich noch was tun. Also wenn es eine konkrete Sache ist, keine Vergünstigung, nicht einfach direkt Geld, könnte man bei dem E-Book sagen, wenn das auch woanders angeboten ist, ist man auf jeden Fall auf der sichereren Seite, als wenn man es exklusiv für Newsletter-Abonnenten macht. Das auf jeden Fall, das kann man sagen. Ja. Aber generell bitte im Auge behalten.
die Entwicklung da? Können wir jetzt Thomas da vielleicht als Handreicher geben? Ich glaube, die nächste Frage war im Prinzip vorher schon, mit dem, was man gehört hat, schon geklärt. Es geht um Gewinnspiele-Newsletter. Wie sieht es mit solchen Formulierungen aus an unseren Gewinnspielen oder Giveaways, in denen ihr zum Beispiel irgendwas gewinnen könnt? Nehmt ihr als Newsletter-Abonnent automatisch teil? Ich denke, da geht es wieder um die Einwilligung, ja, hast du es gemacht, weil da gäbe es ja dann keinen Nachteil, weil du dich ja auch so anmelden könntest. Ich denke, das ist vor allem halt auch mit den personenbezogenen Daten. Wenn ich jetzt Kunde im Online-Shop zum Beispiel bin, dann wird ja normalerweise nach der Rechtsauffassung gesagt, so die Daten, die dort eingetragen sind, sind halt für den Versand von Produkten zum Beispiel gedacht und jetzt nicht für irgendwelche Werbung prinzipiell. Da wäre es vielleicht die Frage so mit diesem automatisch teilnehmen. Ich denke, da wird man sich vor allem reiben können. Kann man sich tatsächlich ein bisschen reiben, denn im Zuge dieses Gewinnspiels, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, werden ja wiederum Daten verarbeitet. Also es werden Daten verarbeitet beim Newsletter und es werden Daten verarbeitet bei diesem Gewinnspiel. Und da taucht die Frage auf, also Artikel 7 Absatz 4 Datenschutzgrundverordnung wäre das, ob diese Datenverarbeitung für das Gewinnspiel tatsächlich erforderlich ist, das ist der Knackpunkt, notwendig ist, um den Newsletter, um die Newsletter-Daten zu verarbeiten und dieses Geschäft einzugehen. Und da sagen wir in Thüringen bis jetzt jedenfalls, nee, das ist nicht erforderlich. Man könnte diese beiden Geschäfte auch völlig getrennt voneinander abschließen. Und da jetzt eine Bedingung herzustellen, wenn du ein Newsletter nimmst, dann bekommst du die umsonstige Teilnahme da an so einem Gewinnspiel, stellt eine Bedingung her, eine Koppelung. Und diese Koppelung ist nach Datenschutzrecht auch jetzt schon nach bestehendem nicht zulässig. Also ohne dieses Angebot des Gewinnspiels wäre es einfacher, aber dann wollen die Leute ja vielleicht den Newsletter nicht haben. Wobei ich, wenn ich ein Newsletter bestelle und mir werden da Angebote gemacht, wäre es wirklich scharf auf die Teilnahme an so einem Gewinnspiel. Da steht ja meistens gar nicht genau fest, um welche Preise es geht und wie viel Preise es gibt. Da gibt es dann vielleicht ein Auto für 10.000. Ja, nur so super Mega-Gewinne eben. Aber das hat wieder dieses Kopplungsverbot. Ich darf nicht annehmen, nur weil A, dass auch B gleich dabei ist, als jetzt derjenige, der so ein Newsletter anbietet. Ich versucht zu umschreiben, wortreich, ja. Okay. Letzte Frage ist vielleicht dadurch schon beantwortet von Thomas. Das wäre dann nämlich, gibt es bestimmte Standardformulierungen, die man in Bezug auf Freebies und E-Mail-Marketing nutzen sollte, um DSGVO-konform zu handeln? Würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich nee, oder? Ich kenne keine. Okay, also ich denke mal, er meint wahrscheinlich sowas wie Disclaimer, was ja immer noch so rumgeistert, was ja eigentlich auch totaler Bullshit ist. Ich sag's mal so, wie es ist. Aber da machen wir es halt kurz um. Okay, dann habe ich nämlich noch eine Frage, kurz abschließend. Das wäre jetzt konkret an euch. Wird es bei Behörden, wie es Landesdatenschutzbehörde zum Beispiel, Vorlagen für Standardauftragsverarbeitungsverträge geben? Die wird es geben. Gibt es in, also zur alten Rechtslage gibt es die schon. Zur neuen Rechtslage sind die in Arbeit. Es gibt Formulierungshilfen bereits. Aber wir sind auf der Zielgeraden, dass es solche Vertragsmuster gibt. Gab es bisher auch schon und wird es wieder geben. Cool. Aber Hilfen gibt es jetzt schon. Also man kann sich da schon informieren. So Formulierungshilfen kann man sich jetzt schon runterladen. Es sind aber noch keine fertigen Vertragsmuster, jedenfalls nicht hier bei uns in Thüringen. Könnte sein, vielleicht in Bayern. Die sind da immer ziemlich schnell im Landesamt für Datenschutz. Die haben da zwei Datenschützer sozusagen, einen für Behörden, einen für Unternehmen. Ah, okay. Bei einem Unternehmensdatenschützer könnte sein, ich habe da irgendwie so eine LED-Leuchte, die in meinem Hinterkopf gerade glimmt, dass der schon was entwickelt hat. Okay, aber dann vielleicht mal ganz kurz eine Satzdefinition. Was ist überhaupt ein Standardauftragsverarbeitungsvertrag oder halt nach altem Recht, was ein Standardauftragsdatenverarbeitungsvertrag? Nach DSGVO ist es ein Standardauftragsverarbeitungsvertrag. Kam das Wort auch schon so kurz vor, da fehlt auch was. Ja, ne? Das ist anders, einfach nur man hat's kürzer gefasst. Begrifflichkeit. Das ist im Kern dasselbe. Der nehmen wir mal die Einrichtung A, erhält einen Auftrag, Daten zu verarbeiten. Sie will das aber nicht selber machen und gibt diesen Auftrag an einen anderen Datenverarbeiter weiter. Und dann wäre dieser letzte in der Kette wäre beispielsweise ein Auftragsdatenverarbeiter und
der müsste dann bestimmte Kriterien erfüllen, die die Datenschutzgrundverordnung vorsieht. Man muss auch die Verträge mit solchen dritten Datenverarbeitern sozusagen besonders gestalten. Man muss sich selbst Eingriffsrechte vorbehalten, also Kontrollrechte. Man muss klären, welches Datenschutzrecht gilt. Also falls es jemand im Ausland ist, das ist ganz wichtig, dass man dann das europäische Datenschutzrecht vereinbart und dass er auch gewisse Nachweispflichten erfüllen muss, der Auftragnehmer, also der Auftragsverarbeiter. Also der heißt nicht mehr Auftragsdatenverarbeiter, sondern Auftragsverarbeiter. Und da hat man fünf Buchstaben immer ja, gespart. Ja, das läppert sich, wenn das überall steht. Ja, klar, das spart Tinte. Ja, aber die Rechte und Pflichten dieser Auftragnehmer, der Auftragsverarbeiter sind etwas genauer geregelt. Die Auftragsverarbeiter sind stärker in die Pflicht genommen, was wiederum das Grundrecht der Bürger besser schützt. Ah, also kürzere Bezeichnung gleich genauere Rahmen, was es eigentlich ist. Okay, also eine Verbesserung. Genau. Okay, das waren jetzt sehr viele Fragen, die wir geklärt haben, hoffentlich zur Zufriedenheit aller, die Fragen gestellt haben. Ja, wir werden wahrscheinlich das Interview auch splitten müssen. Ja, wenn es noch Fragen gibt, wendet euch an euren zuständigen Datenschutzbeauftragten. Genau, oder an die Online-Geister. Machen wir Folge 2 oder 3 oder 4. Sehr, sehr gerne. Ja. Ja, vielen Dank. Das waren alle Hörerfragen, die wir jetzt vorliegen hatten. Wir konnten zum Glück alle beantworten, die zum Zeitpunkt der Aufnahme bei uns eingegangen sind. Tut uns leid an alle Fragen, die noch zwischen den Sendungen gekommen sind. Aber wie gesagt, alles vorproduziert. Für euch gibt es jetzt eine Musikprojekt, eine Band. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist es auch nur eine einzelne Person, die ich vor kurzem entdeckt habe. Nennt sich Ghost oder Ghost T mit großem T. G-O-S-T. Und von dem Maleficarum. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Unsere Website hosten wir bei Alpha Hosting. Wir hatten bislang noch nie Probleme. Schneller Kundendienst, stabile Server. Wir können es eigentlich nur empfehlen. Geht jetzt auf onlinegeister.com/hosting und für jeden Vertrag, den ihr mit Alpha Hosting schließt, bekommen wir kleine Gutschrift und damit könnt ihr halt auch helfen, uns und die Sendung zu unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Das war Ghost mit Maleficarum, findet sich auf Bandcamp, wer das suchen möchte. Wir sind am Ende angelangt und das heißt Online-Geister. Feedback. Wie immer gibt es alle Quellen, alle weiteren Details, Kontaktmöglichkeiten zu unserem wunderbaren Gast Lutz Hasse bei onlinegeister.com/Folge 025, die 25. Folge. Und in Folge 024 und Folge 025 haben wir euch auch nochmal alle Mustervorlagen, die wir jetzt besprochen haben, direkt mit verlinkt. Wir hatten es ja gesagt, man hat mich kontaktiert auch. Das heißt, wir haben dann für euch alles an Material, was ihr braucht, geht auch nochmal im Rahmen des Newsletters raus. Und wenn ihr ansonsten noch Fragen habt zur Datenschutzgrundverordnung, Hilfe gebrauchen könnt oder feststellt, oh verdammt, ich habe ein Unternehmen, ich habe einen Bekannten, Bekannte, die brauchen jetzt einen Datenschutzbeauftragten. Ihr könnt uns gerne kontaktieren, wir können euch da auch sehr kompetente Leute empfehlen. Einfach in E-Mail schreiben, info@onlinegeister.com und ansonsten wäre es das für heute. Vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt. Wir schätzen das extrem und wenn euch gefällt, was ihr hört, unter onlinegeister.com/Hilfe könnt ihr die Sendung unterstützen und euch aktiv bei uns einbringen. Ach ja, vielen Dank an unseren Gast. Ich hätte es fast wieder vergessen. Ja, vielen Dank. Und ansonsten, ihr Online-Gast draußen, wenn euch gefällt, was ihr hört, bei www.onlinegeister.com/Hilfe könnt ihr die Sendung unterstützen, euch einbringen oder auch zum Beispiel Interviewgäste empfehlen. Ansonsten, das war's für heute. Tristan, hat mich gefreut. Christian, hat mich auch sehr gefreut. Lutz, es war uns eine große Ehre, mit dir reden zu können. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Und dann geht's um WhatsApp. War Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.